Hallo und herzlich willkommen zurück, da sind wir wieder. Der Wahnsinn peitscht uns weiter munter durch das Spiel Elden Ring, der DLC Shadow of the Erdtree. Und ja, wir sind immer noch hier, ne? Schon wieder hier. Und ich habe mir Folgendes vorgenommen. Wir versuchen jetzt mal, das Gelernte umzusetzen. Mal schauen, wie mein Muskelgedächtnis das packt. Und wenn ich das Gefühl habe, wir kommen nicht voran und es ist nur frustig, dann werde ich diesen Bossraum für eine Weile verlassen. Wir haben ja unsere Gnade, wir können jederzeit zurückkehren. Aber wir sind ja so neu noch im DLC und das ist der erste Blocker-Boss und ich will jetzt auch nicht zu viel Zeit hier verbringen. Wir haben noch einige andere Abzweigungen, die ich nicht genommen hatte, wo wir nochmal vorbeigucken können. Wir haben diesen Feuergolem noch, oder was das da ist, dieser Riese mit dem Feuertopf, diese Schale da, die wandelnde Feuerschale. Und da gab es, glaube ich, auch noch einen Weg. Also wir können auch einfach ein bisschen rumreiten und Spaß haben, müssen jetzt hier nicht an diesem Boss verfrusten. Aber ich habe auch jetzt ein bisschen Lust, nochmal wieder reinzugehen. So, let's go. Timing gerade drin, ne? Erstmal wieder reinkommen. Der verzögerte. So. Nehmen wir andere Waffen. Die Schwerter sind Leminski. Ja, die Schwerter sind tatsächlich nicht besonders gut. Also ich mache viel zu wenig Damage, aber ich habe jetzt auch nichts Besseres tatsächlich. Ich müsste meinen kompletten Bild ändern dafür. Und ich glaube, dass es im Laufe des DLCs bessere Waffen gibt. Und es würde jetzt keinen Sinn ergeben, irgendwas anderes aus dem Hauptspiel jetzt wieder umzuleveln, sondern ich glaube, ich sollte schon warten, bis ich dann auch eine geile Waffe habe. Bin, glaube ich, so ein bisschen under-equipped auch einfach. Das war diese 7er-Kombo. Ich habe das Gefühl, dass Mage im DLC wieder total krass sind. Ja, ich habe noch keinen Mage gespielt, aber ich habe das natürlich auch gehört, dass das krass ist.
Aber man kann ja auch nicht jetzt sein Bild ständig anpassen und sagen, okay, das funktioniert jetzt da und so. Ich habe ja halt ja diesen Heini, das ist jetzt mein Heini. Und da war ich zu dicht dran. Aber wir sind immer direkt in die zweite Phase gekommen. Hast du Arcane gelevelt? Ja, ich habe ein bisschen Arcane gelevelt auch. Genau weiß.
weglaufen. Vielleicht ist es smarter, am Anfang diese, wie heißen die? Lichtschneidis. Wenn ich da weglaufe und ich rolle. Weil das ist... Man kann die... Ich habe die schon mal weggerollt, auf jeden Fall. Aber das, da muss man... Da gibt es kaum Fehlertoleranz. Ich glaube, ich versuche nächstes Mal wegzurennen. Oder halt direkt neben zu stehen, einfach direkt vorne zu bleiben. Okay, diese Reichweite überschätze ich immer. Dieser Dreier, das ist halt dieser, wo er diese super schnelle Bewegung macht, der man eigentlich nicht ausweichen kann, und direkt danach noch einen. Und dann kommt dieser. Und das ist super schwierig, weil das von der, vom Timing kommt man da eigentlich gar nicht mehr weg. Wenn der erste einen erwischt, super schwer noch wegzukommen. So, komm her, John. Hintereinander das jetzt gerade waren. Sehr wenig Schaden. Lila Blue, vielen lieben Dank. Lila Blue. So, wir sind noch, bin ich entspannt, aber sobald ich das Gefühl habe, wir bewegen uns in Frust-Territorium, machen wir mal einen kleinen Galopp, kleine Reise mit unserem Pferdchen. Super guter Auftakt direkt wieder.
Der hat halt wirklich sehr viel Ausdauer. Rein optisch ein sehr schöner Kampf. Schönes Hin und Her, coole Choreo, ja. Ja, schon. Wie gesagt, das Frustrierende ist, man hat sehr, sehr wenig Fenster, um zu schlagen. Man hat, eigentlich kann ich immer nur einen Schlag unterbringen. Man muss erfolgreich ausweichen. Das ist, und dann hat man einen Schlag und ich mache so wenig Schaden. Ich passiere hier und bin eigentlich jetzt schon down. Ne? Jetzt kann ich schon wieder von neuem. Sehr gute Idee. Ich weiß aber nicht, ob ich... Ich guck mal, was ich noch habe. Gift ist eine gute Idee. Aber keine Ahnung, ob ich das auf die Waffe kriege oder wie das läuft. Ich habe Blutungsschaden schon auch. Warte mal. Was kann man denn da nehmen? Was habe ich denn da noch, was man da so raufschmieren kann? Also, das ist ja eher so. Verstärkt kurz körperlicher Angriff. Sowas kann man natürlich auch mal snacken, ne? Sowas ist auch nett. Wurf auf Gegner, um Schaden und Gift zuzufügen. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Das ist eine gute Idee. So, oder das halt. Waffenüberzug verursacht Gift. Das können wir mal probieren. Aber kann ich nicht wegen. Kriege ich ihn nicht auf meine Katana rauf, ja. Das ist die Kacke, da kann ich leider nichts machen. Aber wir können. Und wie mache ich das am smartesten? Ist das hier? Kriege ich die Giftdolche da rauf? Oder wie mache ich das? Okay, ich kann die nur. Das nervt mich. Hier reinmachen und da werde ich wieder hin und her schalten und dann blöder die ganze Zeit aus Versehen. Nehmen wir den Bogen raus. So, weil ich habe leider hier da auf dieser Taste schalte ich um und das ist ein bisschen nervig. Aber ich kann das ja mal probieren. Dann haben wir auch ein bisschen was aus der Entfernung. Thank you.
Ja, genau das, was ich meine. Ich schalte mal aus Versehen hin und her, aber ich krieg den Knopf nicht, okay. Noch einiges. Das spielt jetzt für mich. Die Zeit spielt für mich. Das war ja richtig mies. Der frisst die ganze Zeit Schaden. Das soll mir recht sein. Wir müssen nur noch jetzt weglaufen. Wie lange hält das an? Gefällt mir gut. Fühlt sich aber mega lame an. Das fühlt sich nicht richtig an. Ich habe mich zu sehr aufs Gift verlassen, aber es ist gut. Aber sehr, sehr slow. Aber ich habe mich jetzt dann zu sehr drauf verlassen, dass das Gift seine Wirkung zeigt. Und dann verliere ich so ein bisschen. Was habe ich da noch? 22. Verliere ich so ein bisschen den. Die Mentalität, mich auf ihn einzulassen. Kann man das verstehen? Achte ich aufs Gift und so? Es ist besser, wenn man sich auf eine Sache konzentriert. Und so habe ich mich nicht mehr auf seine Movements konzentriert, sondern... Egal. Habe ich mich verdrückt. Na, ich hasse es so sehr. Einfach unglaublich frech. Unglaublich frech. Jetzt habe ich noch 13. Ich habe jetzt nur noch einen Try mit dieser Giftgeschichte. Thank you.
Tiny. Der ist schon echt krass. Kann mich da nur wiederholen. Man darf eigentlich keinen Fehler machen. Man kann nicht jede Attacke zu 100% antizipieren, weil die sich manchmal ähneln. Dann gibt es halt diese 7er-Kombo, dann gibt es halt eine 2er davon oder eine 3er. Und wenn ich jetzt spekuliere, okay, das wird die 3er und dann wird es die 7er oder ich mache die 7er nicht perfekt. Also, sie ist auf jeden Fall, ich finde, sie ist machbar, sie ist jetzt nicht unfair, in der ersten Phase zumindest, wir reden ja noch manchmal über die zweite. Aber das Problem ist, dass wir halt keinen Fehler machen dürfen und so wenig Damage machen und immer nur einen Schlag anbringen können. Und das ist ein bisschen wenig, einfach. Und die Ausdauer ist ja auch nochmal ein Thema, ne? Also wenn ich jetzt dranbleibe, was war das denn jetzt? Okay, ich bin einfach auf die falsche Taste gerade gekommen. Ja, jetzt habe ich mal versucht dran zu bleiben. Das Problem ist, glaube ich, auch, wenn man einfach an ihm dran bleibt, dann macht sie andere Kombos. Also ich glaube, sie macht dann mehr hintereinander. Normalerweise macht sie die Kombo zu Ende und dann hat man ein Fenster und ich glaube, wenn ich ganz dicht an ihr dran bleibe, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dann einfach irre wird und dann hast du halt irgendwann keine Ausdauer mehr. Man muss immer wieder rausgehen, die Ausdauer regenerieren lassen. Aber ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen dichter an ihr dran zu bleiben.
nehme ich nehme so viel Damage. Er hat ein bisschen Blutungsschaden gemacht. Okay, aber... Das ist ja nicht im Regel, dass ich da Blutungsschaden mache. Und auch da nur, die haben an so eine Geschwindigkeit, dass ich gar nicht da in den... mit der Rolle nicht ausweichen sozusagen. Ja, also da das sind dann 3, 4 so schnell geschlagen. Also die ist echt krass. Wisst ihr was? Ich glaube... Ich bin jetzt nicht super gefrustet. Ich muss einfach eingestehen, dass die keine Fehler verzeiht und man unglaublich lange kämpfen muss, weil ich, wie gesagt, keine... einfach nicht genug Damage mache und jeder Fehler ist direkt. Und teilweise einige Attacken, auch wenn man da dran ist, sind so schnell, dass man eigentlich gar nicht wirklich rauskommt. Ich mache nochmal einen Try jetzt und dann galoppieren wir mit dem Pferd mal woanders hin. Es gibt noch ein paar Ecken und wir stärken uns ein bisschen, dann kommen wir nochmal kurz wieder, weil ich, das DLC ist nur so neu, ich habe jetzt keine Lust, die ganze Zeit hier zu verbringen. Das ist halt, das ist genau die Scheiße, die mir immer passiert. Ich wollte mich heilen und habe leider den Knopf zu doll reingedrückt und er hat unten das Inventory gewechselt und dann war ich bei den Giftpfeilen. Ich bin etwas leise. Oh, Entschuldigung, ja stimmt, ich bin nicht so richtig laut, ne? Jetzt müsste es besser sein, oder? Check, 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 Entschuldigung. Ja, jetzt müsste es besser sein. Warte, einmal machen wir noch, weil das zählt jetzt nicht, weil ich da diese Giftgeschichte hatte. Ich habe jetzt aber auch keine Waffe, wo ich sage, die ist jetzt... Habe ich einfach nicht. Einmal machen wir noch und dann reiten wir mal rum. Ich habe schon gerade ein bisschen die Lust verloren. Wir reiten rum. Es gibt ein tolles neues Katana. Also bevor ich jetzt hier in irgendeine Frustfalle tippe, ich will ein bisschen was vom Spiel sehen. Wir merken uns das, wir reiten ein bisschen rum, wir kommen nochmal wieder. Ich lasse mir jetzt nicht so viel Zeit, dass ich die eifrig gelernten Bewegungsmuster irgendwie vergesse. Aber es gibt hier noch einen anderen... Ah ne, warte, ich muss hier gar nicht rauf. So, es gibt ja noch ein paar andere Sachen, die wir noch nicht gemacht haben. Das war das Schloss.
Und zwar Vorderseite des Schlosses. Hier. Meine ich, ist es? Warte, wir gehen mal da ein. Da geht es ja auch noch weiter. Wir gucken uns mal ein bisschen um. So, da ist der dicke Heini. Ich reite jetzt hier mal. Ich will was erleben. Ich reite erstmal hier hoch. Ich glaube, dieser Dicke da, den kriegen wir easy. Also nicht easy, das dauert einfach nur ewig. Ich bin jetzt noch nicht bereit, eine halbe Stunde auf eine Achillesferse einzuschlagen. Aber ich will ein bisschen was sehen vom Spiel. Hallo Leute! Guck mal hier, jetzt zum Beispiel diese freundlichen... Oh, die haben ein Messer. So, hier waren wir nämlich noch gar nicht. Was ist das hier für ein Schraubenturm? Der dreht sich doch bestimmt zurück in... Nee, doch nicht. So, das ist so wieder ein neues Schloss. Guck mal. Der hat ein Messer gezogen. Ich habe es genau gesehen. Der hat auch ein Messer gezogen. Es ist nicht so, dass ich die nicht in Ruhe lassen wollen würde. Es ist nur so, wenn ich sehe, dass die ihre Waffe ziehen, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dementsprechend darauf zu reagieren. Hey, hey, hey! Okay. Oh, jetzt habe ich... Alles klar. Jetzt bin ich richtig sauer. Wie ich einfach total freundlich gewesen bin mit denen. Manchmal gibt es hier auch so geheime Kanten und so, ne? Man muss auch manchmal ab und zu mal so gucken, ob es hier eine geheime Kante gibt. Vielleicht ziehen sie nur die Waffe, weil ich auch eine in der Hand... Nee, jetzt lass uns mal nicht Täter-Opfer-Umkehr machen. Haben die auch noch ihre Bestien mitgebracht? Okay, hier sind super viele noch unterwegs. Da ist ein Pfad. Oh, schaut mal, da ist ein Pfad. Und da ist das Schloss. Also hier ist, guck mal, hier ist ja noch super viel zu entdecken. Wollen wir erstmal zum Schloss gehen? Und dann gucken wir den anderen Pfad uns an. Schaut euch das an. Das ist doch prächtig. Oh, da ist wieder so ein kleines, guck mal. Der wird nicht von den Geistern behelligt, ne? Der kleine, süße Fratz. Oh, hi. Geschnitzte Worte wachsen zusammen. Hier lasse ich einen Teil des Fleisches und so weiter und so fort. Siehst du? Guck mal. Ich glaube, ich habe noch nicht genug, um irgendwas aufzuwerten. Davon habe ich auch nichts. Ne? Oh, warte. Oh, oh. Konsumiert verehrte Geisterasche, um euren Segen der verehrten Geisterasche zu verstärken. Der Segen der verehrten Geisterasche erhöht die Mächte beschworener Geister und die Fähigkeiten des Spektralrosses, Schaden zu verursachen und zu widerstehen, hat er da außer des Reiches keine. Ah, okay, okay, okay. Okay, da brauchen wir nochmal zwei von. So, jetzt habe ich hier zwei Freunde. Einmal den, Havels Bruder, oder wer das ist. Together. We work together for Mikola the Kind. Ja, natürlich. We have found. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Ja, fantastisch. Und sowas sollte man immer kaufen, ne?
Ja, das sind schon, kann man sich schon kaufen, diese Sachen. Mach ich jetzt aber nicht. Mit Moor sprechen. I like finding things for you, Lady Leda, her allies, and the Forager Brood. Mhm. Things bring joy to all. I like for you, things okay. Bring... Ist klar. Goodbye. So, hi, goodbye. Und du? Hi. You must be the Tarnished. Ja. I am Ansbach. Hallo Ansbach. Formerly in service to Lord Moak, but now, like you, another soul guided by kindly Mikola. I'm hardly the steady hand I once was. My fighting days are far behind me, which is why I have chosen to dedicate myself to investigation, to discern Tender Mikola's ultimate purpose. I'd rather not volunteer service to a new master unless I know that I can be of use. Du, ich, mir würde was einfallen. I request a service of you. Selbstverständlich. Identical to this one have been discovered in these lands. They are akin to Tender Mikola's footprints or gravestones which mark what he's left behind. If you discover any more crosses, be certain to tell me. I presume you too are keen to know just what kind Mikola is doing here. If you discover, be certain to tell me. I presume you just what kind. Okay. Alles klar. Dann haben wir neue Freunde gemacht. Und gehen mal diese große steinerne Treppe hinauf. Was ist hier links und rechts? Ah, guck mal, da ist doch bestimmt auch wieder noch irgendwas. Da ist noch ein Pfad. Müssen wir uns alles angucken. Aber diese große Tür, sie... ist sehr verlockend. Komm, wir gehen erstmal in die Tür und hinterher gucken wir uns nochmal links und rechts der Mauern um. Hier fängt an zu regnen, siehst du? Was haben wir hier? Guck mal. Sollen wir mal unsere Lampe anmachen? Oh, shit. Ah, da hat Bruce. Oh Gott, sieht die Scheiße aus. Oh. Ah. Oh, so dieser haarige... Uah. Muss das denn sein? Und als wenn das nicht ausreichen würde, kriegt die doch einen Skorpionstachel oben drauf. Jetzt muss ich die ganze Zeit auf die Wände gucken, dass da sich noch mehr... nicht noch. Oh nein, muss das denn sein? Och. Oh, Gänsehaut. Halb Spinne, halb Skorpion oder was ist das? Und da hängen noch mehr von diesen Ekelhaftigkeiten. An so grün Gift. Aha. Mist, wo hatte ich jetzt meinen teuflischen Bogen? Wo ist er? Da. Welchen hatte ich denn immer genommen? Den, ne? Muss ja. Nur mal so aus Interesse. Ah, okay, ist klar. Bäh.
Aha, die lassen sich auch auf mich hier nieder gleich. Oder? Ah, wie sie da hängen. Das ist ja einfach nur ekelhaft. Eine Damoklesspinne. Segen der verehrten Geisterasche. Verehrte Geisterasche findet man im Reich der Schatten überall. Konsumiere diese Asche an Orten der Gnade, um euren Segen der verehrten Geisterasche zu verstärken. Ja. Nehme ich. Juhu! Boah. Boah, 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 ist das ekelhaft. Ich mach das einfach mal, weil mich das anekelt und ich da nicht langlaufen will. Während die da auch sind. Weil die lassen sich irgendwann auf mich fallen und so eine Scherze, da habe ich gar kein Interesse dran. Ich weiß doch, wie das läuft. Dann denkt man die ganze Zeit auch, die machen nichts und dann vergisst man die Vorsicht und dann schwupps, kleben sie im Gesicht. Mach ich nicht. Gibt's hier geheime Wände? Das sieht aus wie ein Ort, wo es geheime Wände geben könnte. Hier, komm. Das ist doch eine geheime Wand. Offenbare dich mir. Keine goldene Wand, keine Zauberwand hier, aber da wohl eher nicht, da sind ja die Stufen runter. Muss man probieren. Das sieht eindeutig aus nach Zauberwänden, aber es ist leider keine Zauberwand hier. Wahrscheinlich wieder die eine, die ich nicht abgerollt bin, ist am Ende dann wirklich eine Zauberwand, aber dann ist es halt so. Es erinnert mich ein bisschen an Demon's Souls. Da saßen ja auch überall diese Kinder in dem Hub. Oh, oh, ha, 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 ha. Warum? Oh, oh Gott, ich habe so richtig. Oh, ich habe eine richtige Ekelgänsehaut gerade. Warum? Oh Gott. Oh, Ekelhaut. Ach, warum? 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 Das ist völlig unnötig. Ich kenne das nicht. Kann es nicht irgendwas Niedliches sein? Bellurat. Oh, das ist eine Gnade. Da geht's weiter und hier geht's weiter. Hier sind wieder so Geisterleute. Hat er ein Messer in der Hand? Ja. Ja, ist nicht meine Schuld. Dann steckt euer Geistermesser weg. Das ist auch eine Frage des Respekts. Natürlich, okay. Dann wird das ein Shortcut sein irgendwann mal. Dann müssen wir jetzt links lang, nehme ich mal an. Oder, warte mal. Da bin ich hochgekommen. Hier ist unsere Gnade. So, dann müssen wir... Oh, warte mal. Natürlich nicht. Okay, also zwei
Shortcuts. Werden das wohl sein, oder? Guck mal, wie der mich beäugt. Ich mach nix. Ah. Ja, jetzt habe ich doch was gemacht. So, die lasse ich in Ruhe. Das ist sicherlich... da ist es ein Nebelton? Ne, da lassen wir. Das ist wahrscheinlich einfach Kacke hier. Also das muss Kackwasser sein. Kackpratzenwasser. Aber ich will ja... Eieieiei, was ist denn hier? So, nehme ich Schaden hier? Nö. Das einfach auch keine Zauberwand ist. Keine Zauberwand. Wir snacken mal. So, was haben wir hier? Ein kleiner Durchgang. Oh. Sackgasse? Nein. Komm. Warum denn hier so eine unnötige architektonische Stagnation? Was ist hier los? Was hat das hier auf sich, diese Ecke? Da haben sich früher die Liebespärchen heimlich geknutscht. Oh shit. Okay. Immer mit der Ruhe. Also hier, das ist eine leichte labyrinthige Angelegenheit hier. Hier ist noch wie... Oh, okay, darf ich nicht rein. Hier ist wieder eine Sackgasse. Der eine stöhnt da vor sich hin. Soll ich den lösen? Ah, scheiße. Was ist mit den Leuten passiert, die hier so rumsitzen? Oh nein, haben sie alle auf mich abgesehen. So, okay, verstehe, jetzt kommen die alle. Es gibt einem das trügerische Gefühl, mächtig zu sein, wenn man diese kleinen Geister platt macht. So, was mache ich mit euch? Wie komme ich denn zu euch? Drehen die sich um? Checken die das? Oder sind die erfreulicherweise vielleicht ein bisschen blöd? Okay, das ist. Vielleicht ist das auch einfach nicht deren Gebiet. So, was passiert, wenn ich jetzt niemanden hier. Wenn die eigentlich. Ich lasse die einfach da, wo sie sind. Ich greife jetzt niemanden. Okay, alles klar. Okay, ich stehe leicht im... so, machen wir mal. Ey, warte. So viel zum Thema Pazifismus. Das klappt mit denen einfach nicht. Die nehmen die freundliche Friedenshand nicht an. Dann müssen sie halt das schwarze Schwert spüren. Das ist gar nicht schwarz, das ist rot, aber egal. So, das ist das Küchenpersonal. Das sieht man ja. Das Küchenpersonal ist in aller Regel nicht involviert in irgendwelche Feindseligkeiten. Die machen ihren Daily Job. Die backen Brot, die zerquetschen Äpfel, die kochen und so. Ich lasse die in Ruhe. Ich weiß, ihr habt ein hartes... Wie gesagt, ich hätte euch in Ruhe gelassen, aber okay.
Als Strafe nehme ich dieses silberne Horn, von dem ich keine Ahnung habe, was es macht. Aber das können wir uns ja nochmal angucken. Oh, erhöht vorübergehend die Entdeckung von Objekten. Mhm. Braucht man das vielleicht sogar hier schon? Gibt es hier vielleicht unsichtbare Wände? Ich mag den Detailreichtum der Küche. Schaut euch das mal an, diese ganzen einzelnen Kartoffeln. Die Gefäße, die Kräuter, die da hängen und so. Das ist schon echt schön. Das ist so eine Abwechslung, so ein Fleck des Lebens. Inmitten der Dunkelheit, so eine Küche. Oh, hier ist ja schon wieder eine Gnade. Nehme ich. Die sind nur noch Schatten ihrer selbst, ja. So, warte, was können wir jetzt machen? Da können wir machen, aber da noch nicht, ne? Ne, aber das da können wir machen. Ja, geil. Ja, super. Guck mal, jetzt haben wir uns hier schon ein bisschen gestärkt. Das gefällt mir gut. So, jetzt ist hier wieder eine Abzweigung. Hier sind da diese gemeinen Typen auf jeden Fall. Die müssen wir wegmachen, die Zauberer. Weil die echt fies zu mir waren. Oh, noch ein silbernes Horn. So, jetzt könnte man hier eventuell über diese Dächer auch sich fortbewegen. Schauen wir uns gleich mal an. Ja, kriegen wir nicht auf. So, was haben wir hier? Ein Balkon. Oh, da hinten ist noch ein Item. Kriege ich meinen Pony hier, oder? Nö. Hm, wenn ich jetzt hier aufs Dach gehe und ich habe meinen Pony nicht, da komme ich ja nicht von der Seite darüber. Also über diesen Abgrund mit dem Pony und dem Doppelsprung würde ich das eventuell schaffen. Ansonsten, wenn ich jetzt hier runterhüpfe, komme ich wahrscheinlich... nicht da nicht mehr rauf. Oh, wie geil, ne? Auch diese riesigen Tücher und so. Sieht schon nice aus. Ist echt episch. Ist richtig episch. Ja, lass mich mal gucken. Da komme ich ja wieder hoch. Jetzt bin ich ja eh hier. Schauen wir mal. Ich glaube, da kommen wir von der anderen Seite. Da komme ich nicht drüber gesprungen. Mein Pony ist nicht erlaubt. Dann lass uns mal wieder hier rüber. Und merken uns das für später. Ja, da kommen wir dann auch nicht wieder hoch. Da müssen wir den ganzen Weg. Beziehungsweise wir könnten uns zur Gnade teleportieren, aber. Stattdessen gucken wir jetzt mal hier weiter, hier oben rauf. Oh, wer bist denn du? Der ist aus Fleisch. Fleisch und Blut und hat eine große Waffe. Okay. Alles klar, okay. Merken wir uns. Ich wollte auch mal schlagen. Naja. Wir durchforsten hier erstmal jede Ecke. Ich habe bei sowas immer das Bedürfnis, die Stadt in ihrer Blüte nochmal zu erleben. Man kommt bei sowas immer... Lebst du noch? Stört sich das, wenn ich das wegnehme? Nö, also stört dich überhaupt nicht. Genau, weil das muss ja hier wirklich schön gewesen sein. Bevölkerungsreich und... Ja,
Man sieht immer nur die Ruinen, wenn es zu spät ist. Das ist oftmals bei so Spielen. Oh nein, du stehst auf und greifst nach dem Dolch. Habe ich genau gesehen. So, jetzt haben wir ein richtiges Labyrinth. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir... Was? Ernsthaft. Oh, sie sind über dem Kackwasserfall. Guck. Naja. Weiß ich zumindest halbwegs, wo wir sind. Nein, die Antwort ist nein. Aha. Okay, unnötig. Sind wir wieder an dem Punkt, dass hinter Wänden sich versteckt wird. So, jetzt sind wir überhalb des Wasserfalls. Einfach komplett in die Hose gegangen. Mein Hinterhalt hat überhaupt nicht funktioniert. So, wer seid ihr jetzt? Ich kann mit euch reden. Was sind das für... Das sind so... Libellenartige. Aber die sind auch irre. Die sind alle irre, die hier sind. Keiner ist mehr bei Verstand. Das ganze Land ist im Wahnsinn versunken. Apropos versunken. Gesehen, wie der mich hier hinterrücks überfallen wollte. Wow. Ein Faden. Ein Kackfaden. Ja, du hast angefangen. Die ganzen alten Gefäße hier werden einfach... Oh nein, jetzt kommst du auch noch. Ich glaube, ehrlich gesagt, die suchen auch ein Stück weit Erlösung. Die können ja weder so ehrgeizig sein, zu sagen, okay, ich greife den jetzt an. Also das ist ja eine völlige Selbstüberschätzung. Ich glaube eher, die wollen auch von ihrem Gejammer erlöst werden und sehen in mir dann auch eine Möglichkeit, dass das endet einfach. Ich glaube, ich tue denen Gefallen. Die Leiter ist extrem gut erhalten. Oh, den Lagerraumschlüssel. Da geht's weiter hoch, hier geht's wieder runter. Ist das ein Shortcut vielleicht irgendwann mal hier? Oh, ja, Papa, Entschuldigung, ich habe sie nicht gesehen. Zu 100% mein Fehler. Konnten sie nichts für, Entschuldigung, ich habe sie erschreckt, das war jetzt, das nehme ich auf mich. Nicht so in ihn reingerannt. Ja, alles klar. Oh. Schöner Wurf durch. Man hat hier schon eine schöne Aussicht. Das ist eine richtig prächtige Burganlage. Wo waren wir eigentlich vorhin? Habe ich, Lila Blue, habe ich vorhin Danke gesagt. Die Fossiliensucherin. Ja, das habe ich doch erwähnt, ne? Ja. Winterfrost, doch, da waren wir doch schon. So. Weiter. Irgendwas, hört ihr das? Irgendwas tappelt hier, was tappelt hier? Das tappelt. Ja, und da hinten geht es die Treppe wieder rauf. So, warte, jetzt. Was? Ach, muss das sein. Oh nein, die ganzen Meute kommen wieder.
Ja, jetzt springen die einen noch an, diese Facehugger. Die ganzen Younglings, die waren aber auch zu gierig. So, wo war ich jetzt noch nicht? Das ist... Oh, da ist ein Fahrstuhl. Das könnte auch ein Shortcut sein. Wir fahren mal runter. Das ist eine große Tür. Ich glaube, das ist der Shortcut. Der großen Tür. Und dann gibt es ja noch die kleine Tür. Aha. Nice. Hallo. Sehr gut. Aber ich werde jetzt mal nicht da rasten. Dann sind alle wieder da. Und das hilft einem ja auch ein bisschen bei der Orientierung. Wenn man halt weiß, okay, da ist ein Gegner, dann war ich da offensichtlich noch nicht. Das würde ich mir jetzt nehmen, diese Orientierungshilfe. Wenn ich wieder raste. Wir haben noch genug Flasks. Also, wir können jetzt... Dann gehen wir erstmal hier. Oh nein, warum denn? Ist das wirklich so wichtig? Kommt auch noch der Ehegatte oder was? Ah. Und Knochenbogen? Knochenbogen? Was kann der denn? Na gut, der ist natürlich auf plus 9. Ja, wir haben jetzt ja nicht unbedingt ein Bogenbild, ne? Ich finde, Bögen sind eher... Ich weiß gar nicht, ob es Leute gibt, die mit einem Bogen als Hauptwaffe spielen oder so. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Gibt es unter euch Leute, die wirklich gar kein Problem haben mit Spinnen, die auch sowas sagen wie, oh süß, da ist ja eine Tarantel oder irgendeine schwarze Witwe oder irgendein anderes Getier. Das nehme ich mal direkt auf den Arm. Ist eigentlich unsere Lampe noch an? Gibt's da Leute, die das machen von euch? Nee, original, sie war wirklich an. Ich war mir nicht sicher, jetzt habe ich alles falsch gemacht. Ja, Overseer. Mir sind die komplett egal. Kleine nehme ich auf die Hand. Jumping Spiders sind doch süß. Trage die in meine Hand aus der Wohnung. Ah. Also ich trage Spinnen auch aus der Wohnung, in aller Regel. Aber mit einem Glas. Ich will die nicht anfassen. Ich meine, ich weiß, die sind super nützlich und tun nichts und so, ne? Das ist eine reine Kopfsache. Keine Ahnung, wo ich jetzt hier bin. Oh, shit, Tomat! Warum? Ist es wirklich... Nö, die hat komplett überall bandagiert. Naja, ich weiß schon, was ihr plant. Ach! Falter, Alter. Oh, was ist das denn hier? Oh, die sind einfach komplett... Oh, guck mal, das ist der Kokon. Da hat die sich rausgequetscht aus diesem Kokon und dann ist die hier verendet, oder was? Die ist tot. Bisschen wie der Film Die Fliege. Der Klassiker. Oh, hier wird noch... Oh, die haben sich alle verpuppt. Ja. Das ist leider jetzt nicht möglich gewesen, dass ich dich nicht töte, weil deine Freundinnen
Die haben mich angegriffen. Und ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, was deine Intention war. Die ist auch hinüber hier, oder was? Die haben es alle nicht überlebt. Der ist schon vertrocknet. Ugh. Mensch-Fliegen-Hybride, ja. Deswegen, es gibt ja auch diesen... Oh, guck mal, hier ist was Feines. Das gibt ja auch diesen Kackerfluss, ne? Also diesen Wasserfall. Und das passt ja auch durchaus zu Fliegen. Hier lasse ich meinen linken Arm zurück. Warum? See. Titicaca-See. Ein getrockneter Blumenstrauß. Ich mach alles kaputt hier. Verzeihung. Was haben wir denn da jetzt Feines? Was ist denn der schwächste Talisman, den ich habe? Erhöht die Angriffskraft, wenn ein beschworener Geist stirbt. Achso, ja gut. Mach ich ja nicht. So was machen wir ja nicht. Hier geht's runter wieder in diesen Kretze. Ach du Scheiße. Ja, da müssen wir wahrscheinlich früher oder später runter. Da geht's nicht weiter, oder kommt man da oben rauf? Warte mal. Ich glaube nicht, nee, das ist... Ich glaube nicht, dass man da von hier... Das bringt ja nichts. Also, wir könnten jetzt zurücklaufen, oder wir lassen uns hier in diesen trauernden Tümpel fallen. Das machen wir jetzt einfach mal. Die sind zäher, als man das... Ach, die Kacke. Oh, jetzt habe ich schon wieder so Giftprobleme gerade. Na, mit der Ruhe, ne? Und jetzt hier nicht. Da ist schon der nächste Kacker-Fall. So, was ist mit dir? Jetzt muss ich da... Du lässt mich ernsthaft da rein, oder was? Das sind die beiden Hübschen, die ich da vorhin durch das Gitter gesehen habe. Okay, aber der See selber ist harmlos. Glaube ich. Das sind eher so die Spratzattacken dieser Damenschaft hier. Achso, das Ding ist schon tot. Die ist eine ganz besonders fiese Tante. Oh. Aufpassen, hier ist der Brutplatz vergiftet, wo sie gewohnt hat. Ja, siehst du, die denkt, ich bin auf der anderen Seite. Also sie wollte sich ganz perfide von hinten anschleichen, aber das habe ich natürlich zu verhindern gewusst. Oh, schön Fliegenschimmel, geil. Beim ersten Mal ist man ja noch wirklich tapsig und vorsichtig und nimmt sich für jeden Gegner ein bisschen Zeit. Aber wenn man dann irgendwann stirbt oder aus anderen Gründen hier zurückkehrt, dann hat man natürlich keine Lust mehr, die ganze Zeit jeden einzelnen Gegner so der Reihe nach und vorsichtigen Fußes platt zu machen. Dann läuft man hier so vorbei und dann kommt der Moment, wo man dann aus Flüchtigkeitsfehlern stirbt. Huch, wo ist denn meine Fackel? Wo ist denn meine Fackel? Ah, okay. Ja, 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 okay, okay, okay. Nein! Was ist das denn überhaupt? Eine Stabfackel?
Wo ist denn die Fackel für meine eine Hand? Meine Einhandfackel. Wo bist du? Da. Man muss aber aufpassen, weil manche Gase sind leicht entzündlich. Und wenn man dann hier so ein Feuer brennt, kann das schon mal sein, dass die Luft entflammt. Was wir ja nicht wollen. Eieieiei. Ey, der nagt mich an! Okay. Dafür werde ich dich jetzt demütigen. Verbrenne dich, wie man es machen muss mit Leuten wie dir. Oh, der hat mich mit... Ah, der hat so ein Saugerüssel. Ich kann das jetzt gar nicht so richtig mitbekommen. Der hat an mir rumgesaugt. Ungefragt. Super unfreundlich. Jetzt habe ich da so einen Knutschfleck wahrscheinlich. So, ich lass... Na, oh Gott, wie ich dir gerade noch sagte. Auch verzögerte Attacke. Hi. Platsch. Okay. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Oh, der Baum sieht super aus. Wir biegen erstmal links ab. Da ist irgendwas Leuchtendes. Aber was führt der im Schilde? Der beschmeißt mich mit seinem Topf. Okay, das war nur eine Falle. Wie ihn hier. Okay, warte. Warte, Entschuldigung. Ich verstehe. Ja, okay, ich verstehe. War ich hochnäsig. Ich habe den größten Fehler gemacht, den man machen kann. Erstmal habe ich mein Schlagfenster falsch genutzt. Ich hatte nämlich keins. Ich war aber... Das kann man psychologisch herleiten. Da kommt so ein Typ und ich habe das Bedürfnis, dem klarzumachen, ich bin Alpha. Das kommt daher, dass man zu viel Andrew-Tate-Content untergejubelt bekommt. Und dann hat man das Gefühl, man muss, wenn man irgendwo neu hinkommt, erstmal klar machen, so, ich bin jetzt hier der neue Herrscher, ich stehe über euch in der Hierarchie. Und dann kommt so ein wütender, schwertschwingender Kollege an und dann ist mein Gefühl, ich stehe über dir und ich roll und ich verpasse das Schlagfenster und ich weiß, okay, das ist eine dumme Idee, jetzt nochmal zu schlagen, weil jetzt kommen direkt wieder seine nächsten Kombos, die ich nicht stoppen kann. Und dann denke ich mir so, aber nee, aber ich bin ja der Alpha, deswegen schlage ich jetzt quasi dummerweise einfach in das Fenster rein, was schon bereits geschlossen ist. So. Und dann der zweite Fehler ist, ich weiß, okay, ich komme jetzt gerade nicht weg, ich muss nach hinten rollen und hinten lauern natürlich seine Kumpels. Weiß man, man muss immer dahin rollen, wo man herkommt, weil da ist das Gebiet ja gesäubert. So. Zwei dumme Fehler. Ich habe die auch eigentlich nur gemacht, um euch nochmal darauf hinzuweisen, was ihr tunlichst unterlassen sollt. So. Jetzt bin ich hier. Ich glaube, ich sollte aber... ich glaube, ich sollte zu diesem anderen Bonfire reisen und dann mit dem Fahrstuhl fahren. Obwohl, guck mal, die sind beide gleich... Ah, vielleicht kann ich auch diesen Weg nehmen. Wir werden sehen. Warte. Ich müsste mich da... Ah, nein, der ist ja auch noch da. Das ist ja der gleiche, nur anders. Scheiß auf den. Ich guck mal, ob ich... Ja, auf euch scheiße ich auch. Wäre mir ja völlig egal. Warte, oh ne. Ich muss dann irgendwo in dieses Becken mich hinab. Hm? Ja, egal. Oh, ich bin hier noch gar nicht gewesen, wo ich jetzt bin. Warte, ist das der Knarr? Was? Okay. Warte mal, aber ich war noch nicht so weit. Oh, scheiße. Oh nein, ein Lanzentyp, der ist schnell. Okay. Alles klar. Okay, warte, warte. Ah, kannst vergessen, gegen die sollte man sich tunlichst nicht heilen.
Oh nein, er heilt sich auch. Was ungeschickt. Okay, ich bin zu. Ja, ich wusste das. Ich war schon wieder so im Alpha-Modus. Demut. Jetzt habe ich alle meine 80.000 Leckerlis verloren. Aus unnötiger. Ah. Ja, ich weiß. Das war überhaupt nicht schlau. Jetzt gehe ich da aber nochmal direkt wieder hin. So, was jetzt? Wo ist er jetzt? Der vorlaute Invader. Kommt er nochmal zurück? Ja. Oh, hier 735 Mark zurückbekommen. Okay, das ist einfach auch total gemein. Ich war... Okay. Ah, er hat keine Flasche mehr. Insignie. Oh, eine neue Kriegsasche. Let us have a look. Oh. Also, okay. Erhöht die Angriffskraft nach dem Sieg über einen Gegner. Aber für wie lange? Zur Verwendung mit allen Nahkampfwaffen. Kann ich die... Ist sie gut? Wobei die Angriffskraft je nach verbleibenden Lebenspunkten erhöht wird, je niedriger Lebenspunkte, desto größer der Effekt. Für wie lange? 20 Sekunden dauert der Buff. Ah, okay, das ist ja wenig. Ich finde 20 Sekunden ist sehr wenig. Tatsächlich, so, was haben wir hier? Die Tür ist wieder nicht zu öffnen, weil da hängt so ein Schal davor. So, schöner Baum war es einstmals, jetzt ist es ein alter Knarziger, wobei so ein bisschen blühtet der noch. Jo. Also ich glaube, hier kommt man nirgendwo wirklich weiter. Selbst hier dürfte ich eigentlich nicht. Guck mal, die haben ja super viele Setzlinge hier eingebuddelt und die sind alle vertrocknet, das tut mir richtig leid. Alles ist tot und verdorben. Ist jetzt kein Ort, wo ich jetzt noch hin könnte. Bin ich auch nicht hoch. Guck mal, er ist der Gärtner.
Er versucht. Nee, buddelt, setzt er da Steine aufeinander oder was? Der macht so einen Steinturm. Ja, ich weiß nicht, hier vielleicht. Was haben wir hier noch? Jo, guck mal, hier ist noch was. Wow, Pfeile stark. Das ist ja ein tolles Geschenk gewesen. Ansonsten. Weiter geht's. So, ich habe keinen Beef mit euch persönlich, aber ihr mit mir. Okay, alles klar. Ja, ist eure Entscheidung gewesen. Eure Entscheidung. Und meine. Da geht's wieder hoch. Boah, Orientierung 3000, ne? Hier war, ging's wieder hoch. Ich weiß wieder, wo ich bin. So, hier ist auch noch was. Genau. Ja, ich hab, ich gebe zu, ich hab dich vergessen. Ich sag's, wie es ist. oh Mann, ich hab noch überlegt. Ich hab noch überlegt, Mann. Lass mich doch mal. Sowas Mieses einfach nur. Ich noch am Nachdenken. Wir sind uns einig, dass das einfach jetzt komplett nach hinten losgeht, ne? Okay, wie viele von euch haben gerade gedacht, dass ich sterbe? Seid ehrlich. Ihr müsst ehrlich sein. Alle, ne? Jetzt alle gedacht, oder? Seid ehrlich. Aber manchmal streue ich so Momente extra ein, um den Stream so ein bisschen dramatischer zu gestalten. Weil ich mir dann denke, ihr seid den ganzen Tag so gelangweilt. Und dann muss man so einen Moment einfach bringen, ab und zu mal. So, will ich jetzt gegen den kämpfen? Ich habe noch 3 Flasks, ich muss es nicht machen. Sein Bruder hatte mich ja eben geärgert. Das ist natürlich jetzt nicht sein Fehler, aber... So, da komme ich zurück. Ich glaube, ich muss ja dann schon an ihm vorbeilaufen. Ich habe jetzt keinen Bock, den Platz zu machen. Ich laufe jetzt einmal rum und dann... schlüpfe ich an ihm vorbei. So. Schlüpf, schlüpf. Oh, okay, das ist mega dumm. Ich kann ja gar nicht an ihm vorbeischlüpfen. Na gut. Ich finde, dieses Treten hat auch was ganz Überhebliches. Das ist einfach nicht würdevoll, jemanden zu treten. Kennt ihr das, wenn ihr einfach Lust habt, jemanden einen Pfeil einfach in den Kopf zu schießen? Guck mal, das sieht doch einfach auch ein bisschen lustig aus. Der hat sich weggeduckt. Der ist riesig. Ja. Der kommt rum. Das ist ja super. Der macht den ganzen Weg. Kommt er hier rum. Ich gehe ihm ein Stück entgegen. Das ist nur fair. Da ist er, den ganzen Weg. Okay, das ist, ich bin ein bisschen beeindruckt.
So, jetzt habe ich natürlich nur noch zwei Flasks. Und... Okay, warte, da sitzt irgend so ein Getier. Scheiße. Warte, ist hier die... Ja, das war diese Kackergrube. Genau. Da könnte ich jetzt runterspringen und da kam dann irgendwann dieser Typ, wo ich da mein... So, und da ist aber auch... So, da komme ich auch hin, glaube ich. Warte mal. Nicht da über die Leiter und dann kam ich da hin. Okay, ich glaube, ich kann einfach geradeaus. Also jetzt nicht die Richtung, die ich jetzt laufe, sondern die andere. Ich gucke noch mal kurz hier einmal rein. Aber so viel zum Thema geheim sein. Ah, oh, genau, hier war diese Pestilenz noch. Ja, da waren wir ja gerade schon. Oh, ey! Nee. Einfach mal. Also, jetzt habe ich nur eine Flask. Hier war ich, meine ich, schon. Hier war, genau, da war, ja, da waren wir auch schon. Nee, das machen wir nämlich nicht. Ist überhaupt nicht nötig. Wir könnten jetzt da runter, brauchen wir aber nicht. So, bleibt die bitte da, wo sie ist. Die kommt da jetzt nicht raus, hier hinterher, oder? Ach, dieses eklige Tapsen und Schaben und Schrufen. Ah, warte. So. Okay, ich verstehe. Wieso machen wir das jetzt? Ah, keine Ausdauer! Keine Ausdauer! Oh, Mann, das ist gemein. Kann ich nicht mehr den letzten Schlag anbringen. So, jetzt kriege ich so viel Schmiedesteine. Das ist gut, wahrscheinlich kann ich dann ein paar Waffen einfach ein bisschen leveln, um zu gucken, ob ich die haben will. Okay. Der hat mich schon ins Visier genommen hier, der Gackerschmied. Aber, okay. Du hast auch unendlich Ausdauer, oder was ist los? Ah, nee, das wollen wir jetzt nicht machen. So. Okay, er lebt halt original noch. Aber er ist, glaube ich, zu schwer, hier hoch zu fliegen. Er ist sehr sauer. Ich verstehe das auch. An seiner Stelle wäre ich auch ungehalten. Kommt einfach jemand und schubst ihn da runter. Ja, so. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass mich hier keiner erwischt. Denn ich will den Vogelmann jetzt noch einmal kurz... So. Ich glaube, das hätte er auch gewollt. Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Ich habe nämlich keine Flasks mehr. Ich könnte mich jetzt todesmutig an die nächste Gnade zurückbeamen. Das würde ein vernünftiger Mensch tun. Ja, wen holst du jetzt? Ist hier jetzt dieser... Ja, da ist der Lord. Lord, whatever. Aber ich muss mich nicht... Muss ich? Oder muss ich? Weil ich wäre eher wieder hierher gekommen. Also ich... Warte mal, jetzt geh mal weg kurz. Ich muss jetzt nicht... Ich habe keine Flasks mehr. Geh mal weg. So, weil ich kam ja daher. Also hatte ich da ja schon alles angeguckt. Was ist da unten noch? Ah, warte mal, da ist... Da war ich ja auch schon, da unten. So, du gehst an mir vorbei, ne? Ja. Genau, also da unten war ich auch schon. Alles cool. Also ich muss jetzt da nicht lang, weil da kam ich her, wie gesagt. Meine Dinger sind eh weg. Meine geliebten
Seelen. So. Das heißt, wir können uns hier umgucken. Ich könnte hier einmal runtergehen. Was ist das nochmal hier für ein Gebiet? Waren wir da schon? Tja, jetzt sieht das alles gleich aus. Achso, warte, hier ist... Da ist der Wasserfall. Ich weiß nicht, ob wir da schon waren. Das haben wir uns schon angeguckt. Ja, also Wasserfall, ja, in Anführungszeichen, ne? So, hier geht's jetzt runter. Haben wir da schon? Hört ihr das? Guck mal da oben. Also da vielleicht noch lang. Da oben, auf dieser Ebene, da ist auch noch ein Item. Also da war ich noch nicht hier, da oben. Vielleicht komme ich, wenn ich... Ich weiß nicht, ob da noch eine Abzweigung war. Möglicherweise ist das so. Aber ich kann ja dann nochmal zur Not hier wieder rauf. Aber was haben... Achso, warte, hier ist eine Leiter. Die bin ich auch schon geklettert, oder nicht? Also da müssen wir auch noch rüber. Ich meine, aber hier war ich schon. Ja, ja. Das war doch dieser Wasserfall. Ja, ja. Warte, wir gehen jetzt noch einmal hier lang. Hier war der Typ, den ich mit dem Pfeil geholt habe, oder? Kann das sein? Dass ich den mit dem Pfeil beschossen hatte von hier? Ja, das bringt mir nichts. Also dann muss ich schon auf die andere Seite kommen. Und ich befürchte, warte mal. Das ist hier wieder der Moloch. Was ist denn, wenn ich da oben... Kam ich vorhin den Moloch da von der Seite runter? Oh, Fragen über Fragen. Ich will jetzt, weil ich habe keine Flask mehr. Der nächste Weg muss gut durchdacht sein. Nee, genau, da waren wir auch schon. Ekelhaftigkeiten. Hier war der Fahrstuhl, das ist eine gute Idee. Wir gehen mal hier zum Shortcut und machen uns mal die Flasks wieder voll. So. Komm. So, so sieht das aus. Fantastisch. Okay, und während wir hier sind, machen wir mal eine kurze Pause. Ich muss mal auf Klo. Und wir machen daraus eine kleine YouTube-Pause. Das ist doch geil. Leute, ich finde, es war eine richtig gute Idee, dass wir jetzt nicht ohne Ende gegen Renala angerannt sind oder Renner oder wie sie heißt, weil da sind wir vielleicht einfach noch zu schwach. Wir brauchen erstmal eine bessere Bewaffnung. Wir machen zu wenig Schaden. Aber wir kommen bald zu der zurück. Und dann, das ist das Comeback des Jahrzehnts. Es ist ja bei jeder guten Heldenreise so, dass der auserwählte Knabe oder die Dern, die ist dann noch schwach, wenn sie das erste Mal auf den Hauptboss trifft. Und dann muss sie erstmal in ihrer Reise zu einer Stärke finden, die sie dann beim erneuten Aufeinandertreffen mit dem Bösewicht zur Entfaltung bringt und diesen dann besiegt. Das ist ja die ganz normale klassische Heldenreise. Dementsprechend machen wir alles richtig. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Nils ist sehr, sehr gut in Elden Ring. Tschüss, Leute.